Hauptpunkt für viele ist tatsächlich der Austausch mit anderen, aber jeder will auch irgendeinen Impuls mitnehmen und am besten zwei, drei und aus den Vorträgen. Und ich glaube, viele freuen sich auch morgen auf diese Workshops, weil dort wird man dann ganz konkret und dann kann man dann auch ganz konkret ein Thema betrachten. Ich finde es wichtig, dass Blogger und auch allgemein jeder, der in irgendeiner Form professionell sein will, der sagen will, hey, ich möchte das, was ich mache, auf eine neue Ebene bringen, sich auch mit anderen trifft und sich mit Experten trifft. Und genau dafür, denke ich, ist genau so ein Ort da. Hier trifft man die Leute, die vielleicht die gleichen Fragen haben, die vielleicht auch die gleichen Antworten auf Dinge haben. Und man findet vielleicht ganz neue Ansätze und das finde ich großartig. Ich glaube, viele haben einfach damit angefangen, dass sie Spaß an der Sache haben, sie lieben Sport und wollen mehr machen, aber ihnen fehlt ein System. Sie wissen nicht genau, wie kann ich das jetzt in der Zukunft weiter voranbringen. Und das kann man hier auf jeden Fall lernen, denn da kriegt man jede Menge Inhalte in Workshops und Vorträgen und das macht besonders. Also ich fand die zwei Tage super, war sehr interessant. Also am meisten hat mir eigentlich gefallen, dass man sich so toll mit den Leuten vernetzen kann und also war definitiv eine Bereicherung. Gute zwei Tage. Also gerade in den Workshops ist es wichtig, dass die Leute etwas mitnehmen. Also wenn ich jetzt morgen an meinen Workshop denke, dann ist es so, dass ich wirklich will, dass die Leute vor ihrem Rechner sitzen und wirklich etwas ganz Konkretes und sei es nur ein, zwei Dinge mitnehmen, die sie in ihren Alltag umsetzen können und wo sie dann einfach sehen, das hat einen Effekt. Also die Fibloco war für mich ein toller Einstieg, um noch mehr Fitnessblogger kennenzulernen und eine sehr schöne Möglichkeit, an verschiedenen Workshops teilzunehmen, aber auch Vorträge zu ganz verschiedenen Themen wie SEO oder auch das Media Kit wahrzunehmen. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie die Leute hier einfach drauf waren beim Event und wie die hier rausgegangen sind jetzt einfach mit dem Spirit und Motivation und das positive Feedback, das ich jetzt einfach schon bekommen habe, freue ich mich richtig drüber und ich freue mich schon richtig drauf, das im nächsten Jahr wieder zu machen.